willkommen zu Wundervibe Web TV. Es war die Nacht der ganz großen Stars. Denn zum 84. Mal wurden in Hollywood die Oscars verliehen. Da haben sich natürlich die ganzen Stars und Sternchen der Branche sich nicht nehmen lassen, auf dem roten Teppich zu erscheinen. Unter anderem waren Angelina Jolie und Brad Pitt dabei. Wobei Angelina Jolie wahrscheinlich das aufregendste Kleid des Abends anhatte. Es war schlicht schwarz, aber es war so hochgeschlitzt, dass man wirklich ihr komplettes Bein sehen konnte. Und die Pose, die sie da auf dem Red Carpet gemacht hat, die hat sie 100 pro auch schön die ganze Zeit vorm Spiegel zu Hause geübt. Ja, dann war noch George Clooney und seine Stacey Keibler dabei, die im Übrigen auch wirklich sehr schick aussahen. Und royalen Charme gab es überraschenderweise auch von Fürst Albert und seiner Chalene. Ja, es gab natürlich wahnsinnig tolle Roben, tolle Kleider, schicke Anzüge, aber einige Stars haben mal so ein bisschen garderobentechnisch daneben gegriffen. Da war zum Beispiel Meryl Streep, deren Kleid eher so aussah wie eine goldene Kutte und farbtechnisch dem Oscar so einige Konkurrenz gemacht hat. Oder unter anderem auch Ozzy Osbournes Tochter Kelly, deren Kleid war eigentlich ganz in Ordnung. Ja, aber dann die Haare dazu, das war irgendwie so eine Mischung aus Grau, Aubergine, Lila, sah ganz gruselig aus. Die schrägsten und schicksten Outfits der Oscars, die haben wir in einer Bildergalerie für euch zusammengestellt unter www.wundervibe.de/roben. Kommen wir aber mal zu den richtig wichtigen Dingen, nämlich den Filmen. Ja, der französische Stummfilm The Artist war der Abräumer des Abends. Ganze 5 Goldjungen konnte er einheimsen, unter anderem für die Kategorien Bestes Kostümdesign, Beste Filmmusik, Beste Regie, Bester Film, was natürlich großartig ist für einen Stummfilm. Ja, und der französische Hauptdarsteller Jordi Jardin, der gewann auch den Oscar für die beste männliche Hauptrolle. Ja, und setzte sich damit gegen ziemlich harte Konkurrenz durch, denn Brad Pitt, George Clooney und Gary Oldman waren unter anderem auch für diese Kategorie nominiert. Beste Hauptdarstellerin wurde im Übrigen Meryl Streep für ihre Rolle in Die Eiserne Lady. Beste Nebendarstellerin wurde Octavia Spencer in The Help und bester Nebendarsteller wurde Christopher Plummer. Ja, und das Besondere an der ganzen Geschichte ist, dass Christopher Plummer 82 Jahre alt ist und somit einer der ältesten Oscar-Gewinner. Übrigens, alle weiteren Nominierungen findet ihr bei uns unter www.wundervibe.de/goldjungs. Für den Skandal des Abends sorgte Comedian Sacha Baron Cohen. Ja, der hat nämlich einen ganz skurrilen Auftritt hingelegt und zwar nicht während der Verleihung, sondern schon auf dem roten Teppich davor. Ja, er erschien in einem weißen Militäroutfit, flankiert von 2 vollbusigen, sehr finster dreinschauenden Damen. Und ja, er hatte eine goldene Urne in der Hand, auf der ein Foto des verstorbenen Diktators Kim Jong-il abgedruckt war. Ja, so viel schon mal dazu. Dann hat er so getan, als ob dort die Asche des verstorbenen Diktators drin gewesen wäre. Hat erstmal Moderator Ryan Seacrest die Hälfte so irgendwie übergekippt und dann auch noch die ganze Asche auf dem roten Teppich verteilt. Prompt wurde er natürlich, was denn sonst, von dem Sicherheitspersonal dort weggenommen. Ja, und sorgte somit auch für den unangenehmsten Auftritt des Abends. Ja, was soll das Ganze? Der Comedian macht Werbung gerade für seinen neuen Film Der Diktator, der bei uns in Deutschland im Mai erst in die Kinos kommt. Ja, das war's auch erstmal von mir, von den Oscars. Weitere Infos findet ihr in unserem Special. Und ja, ich bedanke mich, dass ihr wieder dabei wart und auf Wiedersehen. Tschüss!